Um satte 15% ist Silber im August gestiegen und auch die Monate davor liefen ziemlich gut für das Edelmetall. Christian Köker von der HSBC. Warum greifen Anleger so sehr nach Silber? Das ist jetzt in unsicheren Zeiten, dass es eben Gold ist. Das ist nachvollziehbar und das kennen wir. Aber auch Silber ist jetzt richtig in Mode. Woher kommt das? Einige Gründe sprechen natürlich für beide Edelmetalle. Wenn man jetzt davon mal herkommt, dass wir eine Welt sehen, in der sich gerade eine ultra-expansive Geldpolitik der Notenbank breit macht, die Verschuldung der Staaten extrem stark ansteigen, dann sorgt das eben bei vielen privaten, aber auch institutionellen Anlegern dazu, sichere oder vermeintlich sichere Geldanlagen irgendwie zu suchen, die ja vielleicht nicht so sehr von dem klassischen Papiergeld abhängig sind. Und das sind natürlich die Edelmetalle. Und beim Goldpreis, Sie haben es ja schon angesprochen, haben wir eben mittlerweile auch neue Allzeithochs jenseits der 2000 Dollar markieren können. Und da ruht sich im Grunde genommen der Goldpreis jetzt auf diesem neuen hohen Niveau momentan aus. Man muss sich vielleicht auch an diese neuen Notierungen gewöhnen. Ja, und bei Silber ist es eben zuletzt so, da sind wir noch sehr, sehr weit von den Höchstständen notiert. Die sind nämlich bei knapp 50 Dollar. Und jetzt mit dem Silberpreis bei um die 27 Dollar sind wir natürlich noch weit davon entfernt, muss man sagen. Und deswegen gibt es vielleicht den einen oder anderen, der, nachdem er viel im Gold gemacht hat, jetzt sagt, der sichere Hafen oder einer der sicheren Häfen mit der besseren Perspektive ist dann möglicherweise eine Investition in Silber. Wer Silber sagt, der muss auch Gold sagen. Diese beiden Edelmetalle werden immer miteinander verglichen. Ja, und zum Corona-Crash, da kostete zum Beispiel die Feinunze Gold noch wesentlich mehr Unzen Silber als momentan. Was bedeutet diese Kennzeichnung und wie gehen denn Anleger mit dieser Kennzahl, mit diesem Gold-Silber-Ratio um? Also das Gold-Silber-Ratio ist, sage ich mal, ein sehr beliebtes, ja, viele, viele Jahre im Einsatz befindliches Kriterium, um abzuschätzen, wie die beiden Notierungen zueinander stehen. Also ganz konkret sagt dieses Ratio aus, wie viele Feinunzen von Silber benötige ich, um eine Feinunze Gold zu erwerben. Und zu Beginn der Corona-Pandemie konnte man eben beobachten, dass die Anleger reflexartig erstmal nur in den Goldpreis investiert haben, nur in Gold investiert haben. Hingegen wurde Silber sogar gemieden. Wir sind ja in Bereiche von bis zu 12 Dollar gefallen, weil eben Silber auch als Industriemetall benutzt wird und dadurch natürlich auch viel stärker konjunkturabhängig ist. Und so hatten wir Bereiche von, ja, weit über 100, 110 in diesem Gold-Silber-Ratio. Das war also ein historischer Höchststand. Also Gold war noch nie so teuer im Verhältnis zu Silber wie Mitte März, als wir es eben mit der Corona-Pandemie zu tun bekommen haben. Und seitdem ist Gold sehr gut gelaufen, aber Silber ist wirklich fulminant gelaufen. Und jetzt haben sich diese Preise zueinander, wenn man so möchte, in der Relation ein wenig angenähert. Aber wir befinden uns momentan so in Bereichen von etwa 70, was dieses Austauschverhältnis angeht. Aber wenn man sich einen langfristigen Chart ansieht, dann wird man sehen, das ist immer noch gefühlt relativ weit oben und lässt einen eher das Gefühl haben, dass es immer noch so ist, dass Silber relativ zu Gold recht günstig bewertet scheint. Wie wird sich denn dieses Verhältnis ändern? Und wenn wir uns Silber längerfristig anschauen, hat Silber weiterhin das Potenzial, in diesem Rallye-Modus zu bleiben? Ja, da kann man von zwei Seiten kommen. Wenn wir erstmal so von der Charttechnik kommen und da wird das Gold-Silber-Ratio natürlich gerne angesehen, dann sieht man, jetzt waren wir lange eher mal oben und dann gibt es natürlich auch die Überlegung, vielleicht bewegen wir uns auch einfach mal auf die Unterseite und gucken, was dann passiert. Das heißt, man könnte sagen, man befindet sich eher so in der Mitte einer Silberpreis-Rallye, auch wenn man jetzt, wenn man den Chart anguckt, sagt, Mensch, das ist ja schon jetzt super gelaufen. Sie haben es gesagt, im August super gelaufen, aber auch seit dem März mehr als verdoppelt der Silberpreis. Aber man muss natürlich eben auch sehen, dass wenn wir viele Jahre zurückblicken, also beispielsweise in die Zeit der Finanzkrise 2008, 2009, aber auch noch weiter zurück in die 80er Jahre, da gab es eben auch, ich sag mal, Paradigmenwechsel. 2009 hatten wir auch dieses Einsetzen dieser sehr expansiven Geldpolitik. Das waren also, sage ich mal, die Trigger, die den Silberpreis in Bereiche von 50 Dollar wieder hochgetrieben haben, sodass man momentan schon viele Parallelen da auch erkennen kann im historischen Kontext. Und ja, diese Trends sind letztendlich auch aus charttechnischer Sicht intakt.
sodass momentan, das sehen wir auch bei den Umsätzen, viele Anleger eben weiter auf steigende Notierungen beim Silberpreis setzen. Wie können Anleger denn investieren? Klar, sie können sich Silbermünzen kaufen, Silberbarren kaufen, alles in den Tresor legen, wie eben bei Gold auch. Aber zum Beispiel bei Derivaten, wo schauen denn die Anleger dahin? Ja, also ich kann niemandem davon abraten, das mit den Münzen zu machen. Das ist vielleicht auch für die gut geeignet, die wirklich glauben, das System, so wie wir es gerade kennen, das ist dem Untergang geweiht und man möchte für ganz dunkle Tage gerüstet sein. Aber in der Regel denken die Leute doch eher an eine diversifizierte Geldanlage, die vielleicht auch chancenorientiert erfolgen soll. Und da haben wir natürlich dann mit beispielsweise Hebelprodukten unterschiedlicher Couleur eine sehr einfache und aber auch, muss man sagen, viel kostengünstigere Variante in solche Edelmetalle zu investieren, als man das mit Barren und Münzen kann. Denn da sind die Erwerbskosten und die Spannen zwischen An- und Verkauf doch unangenehm hoch mitunter. Und hier bei diesen Produkten kann man eben dank niedriger Transaktionsgebühren und niedriger Spreads sehr, sehr günstig das Ganze handeln. Und dann ist es eben letztendlich davon abhängig, wie optimistisch bin ich denn jetzt für den Silberpreis? Suche ich ein Produkt, mit dem ich möglicherweise jetzt einen kurzfristigen Trend überproportional bespielen möchte? Dann nehme ich vielleicht Open-End-Turbo-Optionsscheine mit einem Hebel von 20 oder gar 30. Ja, das ist dann schon etwas sehr für intensiv agierende Anleger. Oder suche ich vielleicht eher etwas, mit dem ich diese weitere Rallye dann auch, ich sag mal, moderat gehebelt bespielen möchte, dann kann ich eben niedrigere Hebel im Bereich vielleicht von 3, 4 oder 5 einsetzen. Sie sagen, das ist dann ein moderateres Investment. Können Sie da Beispiele uns zeigen? Wie kann ich sowohl auf den steigenden als auch auf den fallenden Silberpreis setzen? Ja, also das muss man natürlich sagen. Es gibt immer beide Seiten der Medaille. Es mag natürlich auch den einen oder anderen geben, der sagt, Mensch, das ist mir jetzt schon zu heiß gelaufen und ich bin nicht so ein Herdentyp. Ich glaube, da wird es jetzt irgendwann mal auch wieder eine Normalisierung oder eine Gegenbewegung geben. Und das ist eben auch das Schöne dann, dass man eben mit Calls einerseits und mit Puts andererseits arbeiten kann, wenn man mit den Puts auf fallende Kurse setzt. Ob ein Hebel von 4 beispielsweise moderat ist, ist natürlich auch immer eine Frage der persönlichen Beurteilung. Klar ist, ich habe dann eine Partizipation, die sozusagen das Vierfache der Kursentwicklung in meinem Produkt abbildet, wie es der Silberpreis selber macht. Das ist natürlich erstmal schön, wenn der Silberpreis um 1% steigt, dann steigt mein Produkt um 4% im Preis. Bedeutet aber natürlich umgekehrt auch, dass wenn der Silberpreis um 1% fällt, und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass mein Investment um 4% an Wert verliert. Das heißt, das wirkt ganz klar in beide Richtungen. Insofern habe ich es natürlich mit einem riskanteren Instrument zu tun, aber verglichen mit den Hebeln, die wir eben häufig sehen, wie sie von Privatanlegern gehandelt werden, kann ich mir dann durchaus zutrauen, das als moderat zu titulieren. Aber klar ist, ich habe überproportionale Chancen und Risiken und ganz wichtig, bei all diesen Produkten gibt es immer eine Knockout-Barriere. Und wenn die vom Silberpreis jetzt im Beispiel des Calls von oben nach unten durchschritten wird, dann verliere ich eben mein gesamtes eingesetztes Kapital. Dann habe ich hier einen Totalverlust und dann habe ich eben nicht mehr den sicheren Hafen, sondern eben einen möglicherweise größeren Verlust erlitten. Sie sprechen die Verluste schon an, Herr Köker. Mit welchen Risiken müssen einfach Anleger auch bei Silberinvestitionen rechnen? Ja, also überproportionalen Chancen stehen überproportionale Kursrisiken gegenüber. Das ist ganz wichtig. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe natürlich auch ein Emittentenrisiko, wenn ich in diese Papiere investiere. Zu guter Letzt habe ich eben auch das Thema Wechselkurs. Ja, momentan sehen wir eine eher ausgeprägte Dollarschwäche. Auch das muss man berücksichtigen. Das spielt hier auch mit rein. Das heißt, der Wechselkurs kann eben auch für oder gegen mich laufen. Und das sind dann aber auch schon die wesentlichen Dinge, die ich erkennen und verstehen muss, wenn ich mich dann letztendlich auch an so ein Produkt dann rantrauen möchte. Herzlichen Dank, Christian Köker von der HSBC. Ja, Silber ist im Rallye-Modus, hat starke Monate hinter sich. Vielleicht liegen noch starke Monate vor dem Edelmetall. Und das könnte vielleicht Anlegern zu mancher Chance verhelfen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.